Guten Morgen, liebe Zuschauer. 13 Minuten vor 8. Die meisten Dinge, die man braucht, die lernt man weder in der Schule noch zu Hause. Das sagt die Schauspielerin und Moderatorin Joyce Ilk und ich könnte es genauso unterschreiben. Als Social-Media-Profi hat sie jetzt ein Buch geschrieben, in dem sie unter anderem den Umgang mit den sozialen Medien in Schulen kritisiert. 1,3 Millionen Follower auf Instagram und YouTube. Joyce Ilk ist beliebt. Die sozialen Medien sind der große Erfolg der Schauspielerin. Auf 2 YouTube-Kanälen hält sie ihre Fans auf dem Laufenden. Einen davon betreibt sie gemeinsam mit Luke Mockridge und hat sich damit sogar noch eine Karriere als Comedian aufgebaut. Uff, boah, Leute, ey. Man sieht, ich bin noch richtig verschwitzt hier. Es glänzt überall. Gerade aus dem Gym gekommen, ne? Ja, es war richtig anstrengend, aber von nichts kommt nichts, ne? Als erfolgreicher Social-Media-Star weiß Joyce Ilk aber auch um die Gefahren und Konsequenzen von Instagram und Co. und fordert in ihrem neuen Buch deshalb, Social Media muss endlich auf den Lehrplan unserer Schulen. Joyce Ilk heute Morgen bei uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Finde ich eine ganz spannende These, weil am Ende, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wir sind groß geworden noch ohne Social Media. Richtig. Also relativ frei von irgendwelchen großen optischen Vorbildern etc. Ohne Handy. Ohne Handy. Also irgendwie einfach kindgerechter, denke ich manchmal. Oder ist das so? Oder muss man einfach mit Social Media mittlerweile heutzutage umgehen können als Kind? Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt Letzteres ist. Also es ist einfach schwierig wegzudenken. Und selbst wenn man jetzt dem eigenen Kind sagen würde, okay, du kriegst das nicht, haben es irgendwo doch die anderen. Deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben guckt, dass ein bewusster Umgang mit Handy, Smartphone, Social Media passiert. Weil es ganz aus dem Leben raushalten von den Kindern, das wird einfach nicht mehr funktionieren. Das muss ich leider unterschreiben. Also meine Tochter ist erst 3 und trotzdem mache ich mir jetzt schon Gedanken darüber, wann erklärt man ihr das, wann darf sie überhaupt ein Handy haben, wann bringt man sie damit in Verbindung oder lässt man es einfach geschehen. Was wären denn, ich sag mal so Dinge, die auf dem Lehrplan stehen müssten für dich? Was lernt man dann deiner Meinung nach über Social Media? Ich habe extra gestern noch mal eine Instagram-Story gemacht, wo ich meine Community gefragt habe, ob irgendwer Social Media schon auf dem Lehrplan hat. 99% der Nachrichten waren nein. Und dann gab es, oder vielleicht 98, es waren, also wenn wir jetzt von 100 Nachrichten, die es waren, ausgehen, waren es 2, die gesagt haben, wir haben sowas wie digitale Medien. Und das andere war ja, okay, wir haben irgendwie die Technik dahinter. Was aber irgendwie, also da geht es mehr darum, was posten wir, aber nicht, was konsumieren wir. Und ich finde das eben ganz wichtig, dass eben dieser Konsum von Social Media auch mit auf dem Lehrplan steht quasi. Also, dass man im Prinzip selber besser filtern kann. Was richtig, was konsumiert man. Ich weiß halt manchmal nicht, ist das die Aufgabe der Schule oder ist das auch die Aufgabe der Lehrer? Am Ende der Eltern. Ich bin mir da selber so ein bisschen unsicher, aber ich bin auf jeden Fall sicher darüber, dass man den Kindern so einen kleinen Fahrplan mitgeben muss. Genau, weil das Problem ist, glaube ich, dass die Eltern und auch die Lehrer oft selber gar nicht wissen, wie man richtig mit Social Media umgeht. Weil das eben auch eine Generation ist, die nicht damit groß geworden ist. Deswegen finde ich, Lehrkräfte müssten geschult werden für den Unterricht. Im Endeffekt kannst du den Eltern nicht sagen, ihr müsst euch jetzt alle mit Instagram auskennen, die keine Ahnung davon haben teilweise. Das ist schwierig, das wird nicht richtig funktionieren. Das heißt, da müsste pädagogisch ausgebildet werden, dass Leute da den Kids, also vor allem auch den jungen Kids, den richtigen Umgang mit beibringen. Und am Ende verlinke ich damit auch immer wieder beispielsweise das Wort Mobbing. Das ist ja mittlerweile schon ein großes Thema, auch in den öffentlichen Medien. Und Mobbing findet natürlich auch ganz viel auf Social-Media-Kanälen statt. Wie gehst du selber mit Hatern um? Oder was sagst du vielleicht auch jungen Menschen, die damit zu kämpfen haben, dass sie immer wieder bewertet werden, auch auf diesen Kanälen? Also das kann man vielleicht zusammenziehen mit dem, was ich jetzt auch noch so ein bisschen als Risiko sehe. Der Mensch, der tendiert ja dazu, sich nach oben zu vergleichen. Man guckt selten, der hat viel weniger, ich bin dankbar dafür, was ich habe. Man guckt meistens, der hat viel mehr, das will ich auch. Und im Endeffekt bringt das natürlich auch Hater dazu, frustriert zu sein und ihren Hass und Frust darüber rauszulassen im Internet. Ne? Also im Endeffekt, Entschuldigung. Alles gut, wir sind heute beide ein bisschen am Wüsteln. Und im Endeffekt sind Hater in meinen Augen einfach Menschen, die irgendwo einen Frust in sich haben, den sie rauslassen wollen, den sie dann vielleicht bei mir oder bei jemand anderem im Internet rauslassen. Und das ist einfach ganz wichtig, da mal zu gucken, was steckt hinter
hinter Hate. Mhm. Und da steckt kein glücklicher Mensch hinter. Das ist das Traurige eigentlich daran. Wie siehst du selber die Entwicklung? Das höre ich nämlich immer wieder auch von Freunden und Bekannten gerne. Trink bitte einen Schluck Wasser, während ich rede. Ich rede einfach etwas länger. Hustenanfall im Frühstücksfernsehen, super. Dass viele junge Menschen mittlerweile das auch als Berufswunsch haben. Also ich sag mal ganz blöd, du bist jetzt seit, ich glaube, 2013 auf YouTube aktiv. Du bist unheimlich erfolgreich damit. Tut mir so leid. Huste dich aus. Erst Hustenanfall, dann Lachanfall. Lass sie in Ruhe was trinken und dann geht das gleich wieder. Also jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Wir können noch reden miteinander. Ich stelle noch mal die Frage. Wenn Kinder und Jugendliche quasi schon den Berufswunsch äußern, also die wollen ja mittlerweile nicht mehr Feuerwehrmann, sondern Prinzessin. Jetzt müssen wir selber sehr lachen. Joyce, möchtest du dich kurz, sollen wir einmal kurz aushusten? Ja. Gibt's noch was zu trinken? Ich habe schon leer. Was? Wir bräuchten noch was zu trinken. Und dann wollen wir aber gleich darüber weitersprechen. Das ist nett, ja. Wie ist es, wenn Kinder mittlerweile ja selber sagen, ich will YouTuberin werden, ich will Influencer werden und Co. Also es gibt ja gar nicht mehr diese normalen Berufswünsche. Ich weine gleich, siehst du das? Hast du, möchtest du? Da kommen schon die Tränen. Lass uns lieber... Aber sie hat ein super Buch darüber geschrieben. Für alle, die ihre Meinung dazu wissen möchten, hätte ich das mal früher gewusst. Ja, das kann man jetzt auch zu diesem Moment sagen. Dann hätten wir den Talk einfach um eine Minute verschoben und einmal aushusten lassen. Joyce macht gar kein Problem. Ich danke dir sehr, dass du heute Morgen bei uns bist.